ihr Lieben. Ich bin jetzt vor der Sonne geflüchtet. Ich sitze jetzt auf der äußersten Kante meiner Couch. Ihr seht diesen Winkel normalerweise nicht, weil es eigentlich auch für mich sehr unbequem ist. Aber die Sonne ist überall gerade hier so extrem. Seht ihr das? Und sie kommt und geht und kommt und geht. Und ich habe eben schon zwei andere Videos gedreht und es war einfach nur nervig. Deswegen bin ich jetzt einfach hier in die Ecke geflüchtet, wo die Sonne so schnell hoffentlich nicht rumkommt. Und ja, egal. Darum soll es ja gar nicht gehen, aber nicht wundern, warum ich hier... Mein Gott, ist das hell. Schaut euch das mal an. Das ist doch krass, oder? Ja, heute soll es wieder 5 Bücher von meinem Sub geben. Ich habe mal wieder ein paar rausgesucht und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich gegriffen habe, ist dieses hier, Die Meisterin. Das ist von der Gilde der Schwarzen Magier, der letzte Teil. Ich habe jetzt nicht den ersten gegriffen, sondern den letzten. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich diese ganze Reihe hier noch rumstehen und die müsste ich echt mal lesen. Die soll hier ultra gut sein. Aber es ist eine High-Fantasy-Geschichte und ich habe im Moment irgendwie gerade nicht so Lust auf High-Fantasy. Deswegen habe ich sie auch noch nicht gelesen. Ich will das aber auf jeden Fall nächstes Jahr mit in Angriff nehmen und die 3 Bücher auf jeden Fall lesen, weil ich habe nur Gutes über diese Reihe gehört und sie soll wahnsinnig toll sein und sie soll wahnsinnig gute Charaktere haben. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. In dieser Reihe geht es um Sonea und Sonea wird zur Magierin ausgebildet. Und was dann genau eigentlich noch alles in dieser Geschichte passiert, ich habe keine Ahnung. Ich gucke auch jetzt hier nicht hinten drauf, weil dann spoilere ich mich hier selber mit dem dritten Teil und das möchte ich nicht. Auf jeden Fall habe ich diese komplette Reihe hier noch rumstehen und ja, will die auf jeden Fall nächstes Jahr mit in Angriff nehmen, weil ich glaube nicht, dass ich noch Bock habe, dieses Jahr dieses Buch zu lesen. Ich weiß es nicht, mal gucken. Aber ich denke eher weniger. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich mal für 2 Euro im Hugendubel gekauft als Mängelexemplar, aber es ist an diesem Buch nichts dran. Und zwar ist das dieses hier, Der letzte Engel von Zoran Drvenka oder Drvenka, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. In diesem Buch geht es um Motte und Motte bekommt eines Tages eine mysteriöse E-Mail, in der steht, am nächsten Tag bist du tot. Und er denkt sich ja, nee, hier so ein Scheiß, ne? Macht aber trotzdem oder versucht aber trotzdem die Nacht durchzumachen und schläft natürlich ein. Und als er am nächsten Morgen aufwacht, ist er tatsächlich tot und ihm sind Flügel gewachsen. Und dann geht es hier noch in diesem Buch um eine lange Fehde, die schon seit Generationen und Jahrhunderten in der Menschheit besteht. Und er ist der letzte Engel und er muss die Menschheit retten. Und ich finde, das hört sich ultra gut an, dieses Buch. Wie gesagt, ich habe es irgendwann mal für 2 Euro im Hugendubel mitgenommen. Ich wollte es damals unbedingt lesen. Ich möchte es auch immer noch unbedingt lesen. Ich weiß, dass es zu diesem Buch auch eine Fortsetzung gibt. Und ja, wie gesagt, muss dieses Buch echt irgendwann mal mit in Angriff nehmen. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Asche und Phönix von Kai Meier. Das habe ich mir auch irgendwann mal gebraucht mit bei Medimops für 2-3 Euro mitbestellt. Und ich wollte es schon so lange lesen, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich muss echt gestehen, ich habe nichts von Kai Meier gelesen bisher. Schande über mein Haupt und das muss ich echt mal ändern. Und ich habe mich für das Buch hier entschieden. Ich dachte, das ist ein Einzelband. Dann fange ich mit dem Kai Meier Buch an und schaue mal rein, ob es was für mich ist. Und in diesem Buch geht es um Parker und Ash. Und Parker ist ein berühmter Hollywood-Star und kommt aber mit seinem Leben gerade nicht mehr so zurecht und trifft dann auf Ash, als sie gerade dabei ist, ihn zu beklauen. Und dann fliehen sie irgendwie gemeinsam vor der Presse und den Fans und werden von einer teuflischen Macht irgendwie gejagt. Und ja, ihre gemeinsame Flucht führt sie durch Frankreich an die Côte d'Azur auf den Spuren eines teuflischen Pakts, verfolgt von einer Macht, die sie gnadenlos jagt. Und ich finde, das hört sich sehr, sehr gut an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Buch. Ich wollte es schon längst gelesen haben, aber wie es dann halt immer so ist, dann kommt ein Samantha Young Buch oder ein Jay Lynn Buch oder ein Bianca Yosimoni Buch und die müssen dann zuerst gelesen werden. Dann schiebt sich sowas immer weiter nach hinten. Schande über mein Haupt. Das vorletzte Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Midnight Girl. Das Lied des Feuervogels von Melissa Gray. Ich wollte das damals unbedingt haben. Ich fand, das hat sich so gut angehört. Und ja, jetzt suppt es bei mir rum. Didelum, dumm, dumm. Ich muss echt da mal ran. Also ich, oh Gott. Ey, mein Sub, ich schäme mich so. Er ist so furchtbar, obwohl er nicht so hoch ist wie der von anderen Leuten. Also ich bin noch im zweistelligen Bereich und da soll das auch so bleiben. Aber irgendwie, ich komme da auch nicht runter. Und auf jeden Fall geht es hier um Echo und sie ist ein Ausreiserkind und sie hat in der National Library Unterschlupf gefunden und dann gibt es dort irgendwie ein magisches Portal, was in eine andere Welt führt. Und Echo ist der einzige Mensch, der darüber Bescheid weiß und durch dieses Portal geht und halt mit in dieser anderen Welt lebt.
Und ja, und dann irgendwie. Doch ein uralter Zwist bedroht diese Welt und so macht Echo sich auf die Suche nach dem Feuervogel, dem Wesen, das der Legende nach den Frieden bringen kann. Und ja, ich bin echt sehr gespannt auf diese Geschichte und ja, mal schauen, wann ich es lesen werde. Ob ich irgendwann dazu komme, keine Ahnung. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch angekommen und zwar ist das dieses hier, Der Märchenerzähler von Antonia Michaelis. Das habe ich von der lieben Annika mit zum Geburtstag bekommen und ich wollte es auch schon längst gelesen haben, aber da das hier keine leichte Kost ist und keine einfache Geschichte, wollte ich mir für dieses Buch auch Zeit nehmen und Zeit lassen und das in Ruhe lesen und ja, irgendwie war noch nicht die Zeit und so für in Ruhe lesen, ich weiß auch nicht. Irgendwie, wenn ich Freizeit mal habe und mal eine Woche Urlaub habe, dann mache ich alles andere, aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Kennt ihr das? Es ist so furchtbar. Worum es in diesem Buch geht, ich lese es euch auch mal hier kurz vor. Abel Tenetek, der Außenseiter, der Schulschwänzer, der Drogendealer. Wider besseren Willens verliebt Anna sich rettungslos in ihn. Denn da gibt es noch einen anderen Abel, den sanften und traurigen Jungen, der für seine Schwester sorgt und der ein Märchen erzählt, das Anna nicht mehr loslässt. Doch die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen. Was, wenn das Märchen gar kein Märchen ist, sondern grausame Wirklichkeit? Was, wenn Annas Befürchtungen wahr werden? Was, wenn der, den sie liebt, zugleich ihr schlimmster Feind ist? Und es hört sich wirklich sehr, sehr gut an von der Geschichte her. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Es ist Annika, ihr Lieblingsbuch von Antonia Michaelis. Und ich wollte auch schon lange Keiner liebt November lesen von Antonia Michaelis. Also die steht auch als Autorin schon sehr, sehr lang auf meiner Wunschliste. Und ja, deswegen bin ich auf dieses Buch auch schon sehr, sehr gespannt. Aber ich müsste es einfach mal lesen, wie alle Bücher von meinem Sub. Das waren wieder 5 Bücher von meinem Sub. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.